An dem Tag war der Plan, nochmal zum Steinernen Meer zu fliegen. Hochfilzen war an dem Tag nicht aktiv. Wir sind also auf der Südseite der Leoganger Steinberge entlang geflogen und haben dann irgendwann den Talsprung über Lofer zum Steinernen Meer gewagt. Es ist keine blöde Idee, an dem Tag zum Steinernen Meer zu fliegen, denn wir haben ganz sicher keinen Nordwind. Wir können das sehen, zum einen im Großen daran, dass die Wolken am Steinernen Meer wirklich oberhalb der Gradlinie stehen, also exakt oben auf der höchsten Gradlinie und nicht nach Süden ins Tal versetzt. Also das deutet schon mal darauf hin, dass da kein Nordwind ist, der die Wolken vom Grat wegschiebt. Zweitens sieht die Kante des Steinernen Meers sogar so ein bisschen angestaut aus. Die Wolken hängen hier so ein bisschen unter Grat. Das ist jetzt paradoxerweise eher ein gutes Zeichen, was die Windrichtung betrifft. Schöner wäre es natürlich, wenn die Basis höher wäre. Aber was die Windrichtung betrifft, ist es eher ein gutes Zeichen. Das könnte nämlich sogar auf einen ganz leichten Südwind hindeuten, der die Feuchtigkeit da an den Südwänden anstaut. Und an der Wolke hier im Vordergrund bestätigt sich das sogar. Die hat zum einen hier so einen Wolkenturm, der nach links umkippt. Das deutet also auch auf leichten Südwind in der Höhe hin. Ups, so. Und fast noch schöner dieses kleine Löckchen hier, was sich einkringelt, deutet auch auf leichte Südkomponenten in der Höhe hin. Also wir haben sowohl in der Höhe über den Wolken wie da hinten im Hangniveau vom Steinernen Meer eher leichte Südkomponenten, sicher keine Nordkomponente. Und damit kann man das Steinerne Meer trotz der tiefen Basis auf jeden Fall mal probieren. Man wird sicher nicht vom Nordwind leer runtergewaschen werden. Hier bin ich noch am Ostausläufer der Leoganger Steinberge und in der 3D-Ansicht ganz schön zu sehen der Talsprung, dann rüber zum Steinernen Meer. Ich hatte bei der Ankunft am Steinernen Meer gehofft, dass ein bisschen mehr geht, dass es ein bisschen mehr trägt. Aber letztendlich wurde ich dann enttäuscht. Es hat bloß ab und zu ein bisschen gezuckt und im Wesentlichen haben wir die Höhe beibehalten. Ja, es scheint wirklich erstaunlich schlecht zu gehen, dafür, dass die Südhänge hier voll eingestrahlt sind und sogar noch leichter Südwind draufsteht. Da vielleicht eine Bemerkung für diejenigen von euch, die noch nicht so viel im Gebirge geflogen sind. Man hat oft die Vorstellung, im Gebirge würde nur Hangflug gemacht und es würde nur an vom Wind angeblasenen Hängen geflogen. Das ist definitiv nicht so. Das meiste ist Thermikfliegen, über Grat kurbeln, gleiten, kurbeln, fast wie im Flachland, unter Grat an den Thermikhängen dran entlang fliegen in der aufsteigenden Thermikluft. Wind hilft natürlich, um die Thermik an die Hänge zu organisieren, aber
der leichte Südwind, die leichten Südkomponenten, die wir jetzt hier auch wieder oben an den Wolken sehen können, sind viel, viel, viel zu schwach, um Hangwind zu verursachen. Also die Hoffnung auf Hangaufwind durch diese leichten Südkomponenten, die ist ganz sicher vergeblich. Umgekehrt wäre hier ähnlich schwacher Nordwind, hätten wir ein unangenehmes Lee. Nicht gefährlich, aber unangenehm. Also Fazit, schwacher Wind reicht an den Leehängen, um zu stören, um zu nerven. Schwacher Wind an den Luvhängen reicht oft nicht, um da Hangaufwind zu machen. In so einer Situation haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist das, was du hier machst, die Thermik zieht an diesen warmen, sonnenbestrahlten Felshängen hoch. Das ist leider nur ein sehr dünnes Band, ein sehr schmales Aufwindband, und darin kann man versuchen, Achten zu fliegen. Wir sehen am Vario, solange du nah genug am Fels bist, klappt das. Typischerweise sind die Wenden, die wir ja unvermeidlich irgendwann fliegen müssen, meist schon bei weitem groß genug, dass es uns aus diesem schmalen Aufwindband rausträgt. Ja, weil die Wende, die trägt uns ja ein Stück hier ins Tal raus, und damit sind wir aus dem schmalen Aufwind schon wieder raus. Die zweite Möglichkeit, die wir in so einer Situation unter Grad haben, die bietet sich hier vorne an diesen Rippen. Die kommen hier raus und haben dann typischerweise so einen Profilknick. Also die Rippe zieht sich raus, wird flacher und fällt dann wieder steiler ins Tal ab. Zieht sich raus und fällt steiler ab. Und solche Profilknicke an den Rippen, die sind immer eine Chance, dass sich hier Thermik, die von unten hochkommt, nicht weiter dem Hang folgt, sondern hier als eigenständiger Bart ablöst. Oh, soll ein Bart sein. Naja, so ungefähr sieht Thermik aus. Ja. Und jeder dieser Profilknicke bietet die Chance dafür. Man sieht es hier sehr schön an den Wölkchen. Die ersten kleinen Wölkchen stehen jeweils genau über diesen Rippen. Und der Vorteil an diesen Bärten ist, dass ich sie mit Abstand vom Gelände im Kreis nutzen kann, also ganz normal kurbeln kann. Also wenn das jetzt hier in der Hangthermik nah am Fels nicht klappt, dann wäre der zweite Versuch, an den Felsen entlang zu fliegen, bis zu der ersten Rippe, auf der Rippe raus, bis zum Profilknick und dann hoffen, dass hier ein Bart steht, den man dann auch kurbeln kann. Wenn das nicht klappt, naja, könnte man versuchen, weiter zu gleiten zur nächsten Rippe und dann da hinten an der nächsten Rippe könnte man hoffen, dort kurbeln zu können und so weiter. Nach langem und zähem Ringen habe ich mich dann entschlossen, den Rückflug anzutreten, wusste aber noch nicht genau, welchen Kurs ich einschlagen würde. Ich war noch mit einem anderen Piloten unterwegs, der hat sich dann anders entschieden, ist nach Süden auf die andere Talseite in der Hoffnung, dass er dort Thermik findet. Ich habe im Nachhinein aber erfahren, dass er außen landen musste. Und ja, ich wollte noch nicht aufgeben und eben hier weiterkämpfen. Dann
kam mir in den Sinn, irgendwann den Talsprung zu wagen und wieder zurück zu den Leogangern zu fliegen. Nach dem Talsprung an den Leoganger Steinbergen angekommen, hatte ich die Hoffnung, dass ich auf der Südseite von den Bergen, auf der sonnenbeschienenen Seite, irgendwo Thermik oder einen Hangaufwind finden würde. Ich hatte dann auch einen kurzen Abstecher, habe 3 Kreise gemacht, die mir allerdings auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben und bin dann immer weiter entlang geflogen in Richtung Westen. Das war, glaube ich, auch exakt die richtige Entscheidung, weiter zu fliegen. Man sieht am Vario ganz schön, dass es immer wieder mal trägt, nie schlimm säuft, aber eben auch nie einen wirklich konstanten, gesunden Bart oder konstante, gesunde Hangthermik bietet. Und da ist im Zweifel weiterfliegen die richtige Entscheidung. Wenn du versucht hättest, dich da festzubeißen, wäre wieder die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass du mehr Höhe an einer Stelle verlierst, als du gewinnen kannst. Das sieht jetzt zwar alles nicht mehr hoch aus, aber mit den 1800 Metern hier hast du schon noch die Chance, was zu finden. Zumal ja noch eine Menge Berg kommt. Das Massiv der Leoganger hast du jetzt vielleicht zu einem Drittel abgeflogen. Also 2 Drittel des Bergmassivs kommen ja noch. Und entsprechend mit Chancen, dass es da nochmal hochgeht. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier weiter zu fliegen. Und man sieht am Höhenmesser, der Höhenverlust ist sehr, sehr gering. Die Situation wird also nicht wirklich schlechter. Und du hast alle Zeit der Welt, da weiter zu suchen. Landeoptionen gibt es unten im Tal auch diverse. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weiter zu fliegen. Und auch hier jetzt wieder die richtige Entscheidung, dich nicht festzubeißen, sondern auf einen wirklich runden, gesunden, stabilen Aufwind zu warten. Im Video sieht man, dass das Vario doch ganz deutliche Ausschläge macht. Ich habe mich dann aber aufgrund meiner Erfahrung dagegen entschieden, einzukreisen, weil meine Erfahrung mir gesagt hat, dass ich daraus nicht wirklich effektiv Höhe generieren konnte und bin dann weitergeflogen. Ja, und ich finde genau das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Also natürlich hättest du dich... Nehmen wir mal an, der Flug hätte zu einer Außenlandung geführt, dann hättest du dich im Rückblick natürlich geärgert und hättest gesagt, hätte ich mich nur mal festgebissen. Aber ich finde, es ist die wichtigere Fähigkeit, sich zu trauen, durch unglaubwürdiges Steigen durchzufliegen. Besser ist es, die Gewohnheit zu haben, durch so unglaubwürdiges Steigen durchzufliegen, als sich anzugewöhnen, sich in so unglaubwürdigen Hebern festzubeißen. Denn das bremst einen in den meisten Flügen ein. Ja, das Abfliegen der gesamten Leoganger Steinberge hat es nicht gebracht. Untergrad trug es zwar, aber die Hangthermik war einfach zu schwach, um einzukreisen und... Ja, es war ganz sicher die richtige Entscheidung, da einfach durchzufliegen. Jetzt müssen wir schauen, was wir noch an Optionen haben. Und da gibt es hier voraus einen unscheinbaren niedrigen Waldbuckel. Auf den ersten Blick nicht sehr vielversprechend, aber den wirst du über Grad erreichen. Zumindest über Grad von seinem Ausläufer hier. Und das ist hier der entscheidende Trick. Der ist zwar niedrig, der wird sicher keine starke Thermik machen, aber die Sonne steht drauf und du wirst zumindest hier über den niedrigen Teil über Grad ankommen. Und da ist die Thermik zwar schwach, aber sie ist nutzbar im Gegensatz zu der vielleicht potenziell stärkeren Thermik vorhin an den Felswänden, die aber einfach unter Grad nicht vernünftig nutzbar war, wo nichts wirklich Glaubwürdiges zu holen war.
Ja, und es wird dann auch so sein, dass du hier ein Bad findest und den Übergrat nutzen kannst. Und irgendwann bringt dich das dann hoch genug, um hier über den Gipfel zu fliegen. Und über dem Gipfel geht es dann mit dem Hauptbad dieses Waldbuckels weiter. Und da sieht man ja oben schon, der bildet sogar eine Wolke. Und von da aus ging es dann, glaube ich, auch nach Hause. Genauso kam es dann auch und man sieht jetzt auch ganz gut in der 3D-Ansicht so meinen Flugweg entlang der Leoganger Steinberge und der erste effektive Kreis dann hier an diesem Hügel. Oberhalb von den Loferer Steinbergen habe ich dann nochmal Höhe final aufgetankt und konnte dann in einer geraden Linie nach Unterwössen ganz entspannt abgleiten.